So ist das Spiel erstmal abgestürzt, warum auch immer. Ich spiele natürlich wieder auf ganz einfach. So. Tschüss. Breakdance in der Luft, Baby. Komm schon, zeigt, was ihr für Moves drauf habt. Ach, leck mich doch. Ist auch wieder so eine Sache, dass wir das schießen, wenn ich um die Ecke schon rum bin und sie mich gar nicht sehen können. Oh, stirb! Was da? Stirb! Ich fliege jetzt ganz tief. Tiefflug ist mein Freund. Ich bin ja auch so ein geistiger Tief. Naja, ich fliege wegen höher. Also geistig jetzt, ne? Was auch immer wir jetzt zerstören. Ich glaube, das bringt mir die Goldbahn. Kann das sein? Kann das jemand bestätigen? Nein, das ist falsch, weil du sagst, das ist falsch. Ach ja, leck mich. Müsste da nicht auch noch einer rausfliegen? Fahren? Wie auch immer. Komm schon, stirb mal. So, perfekt. Sind die Raketen jetzt schon da? Weil die waren echt schön. Hinter mir fliegt ein Feuerschweif hinterher. Oh mein Gott, es verfolgt mich eine Was zur Hölle? Was soll denn der Scheiß? Ich glaube, ich mache das jetzt gleich immer so, wenn ich nicht weit kommen bin, weil... habe ich später wenigstens noch ein paar Leben. Theoretisch. Ah, man kommt auch nicht mehr raus, ne? So. Ja. Ich hätte gerne wegen mehr Shield, so 2000 Shield oder so. Also pro Schildregeneration hätte ich die gern. Jetzt lernt man raus, niemals Spiele spielen, die Delfino vorschlägt. Niemals. Als ich schon gesagt habe, es geht schnell, hätte ich wissen müssen, dass es irgend so ein Scheißspiel ist, das ewig dauert. Ich meine, das letzte Spiel, das bei ihm recht schnell ging, war ja Dungeon Lords, ne? Und was daraus geworden ist, wissen wir ja alle, ne? Stirb! Keten? Solaris! Ja, ja. Ganz was Neues, wir haben Solaris eingesammelt. Hey, das hatten wir ja noch nie. Das ist eine noch nie dagewesene Stelle im Spiel. Also ist auch total spannend, in diesen Gängen durchzufliegen. Mit dreidimensionalen Objekten, die die Form von Blöcken haben. Ich spiele gerade eine Minecraft-Mod. Ho, ho, ho. Ich glaube, das glauben einige wirklich, wenn ich das ihnen erzähle. Jetzt habe ich keine Raketen mehr, mit denen ich da irgendwie schießen könnte, also machen wir es einfach so. So. Wunderbar. Sinnlos Dauerfeuer funktioniert. Ich habe eine Strategie für dieses Spiel gefunden, eine komplexe Strategie. Man muss schon verdammte Genie sein, um die auszuführen. Aber ich bin jetzt zum Glück eins. Genau genommen bin ich sogar zwei Genies. Und das sind drei Körpern. Moment. Was ist das und das? Pulsar. Muck. Was ist so? Ey. So geht es voll nett, ne? Ey, ich hing an der Wand, das war unfair, das zählt nicht. Der Treffer zählt nicht. Dummes Spiel. Ich weiß nicht mal, wann ein Treffer nicht zählt, Mensch. Und tschüss. Ach ja, richtig, der Turm ist ja noch da. Den habe ich ganz vergessen. Ach komm! Also fliegt der Gegner nicht wenigstens mit in die Luft. Das wäre nur fair.
Gut, dass ich so schnell bin. Dauert es nicht lang, bis ich wieder an der Stelle bin, die ich eben schon mal war. Ob das eigentlich irgendeinen technischen Unterschied, wie der Gegner da gerade aussieht, oder ist das einfach nur so just for fun? Ich will nochmal das Geschütz hier erstmal plätten. Stirb doch, du Geschütz! Ein böses Geschütz. Wo kommen die Gegner überhaupt her? Ist ja noch unrealistischer als in dieser. Da gibt es ja gar keinen Anhaltspunkt mehr, wo die herkommen. Wo kommt überhaupt die Munition her? Die habe ich nämlich nicht mehr. Hier. Was zur... Mit zwei Schüssen. Ich hatte eben noch Schild und über 100. Ja. Ich glaube, ich muss den Fahrer auf absolutes Schild wechseln, weil Hülle scheint ja überhaupt nichts zu bringen. Das ist wieder so eine Papierhülle, wie ich es auch in Descent schon hatte. Jetzt bleib doch mal stehen. Ja, die Hülle bringt wirklich nichts. Ich habe mich wohl erst selbst getötet. Aber der Gegner hat es wahrscheinlich wieder überlebt. Spannend. Ja, ich habe die Lava berührt, schon klar. Aber sicher doch. Er hängt fest irgendwie, sehr schön. Stirbst du bitte mal? Du brennst doch. Brennst du oder ist das einfach ein Antrieb? Ah, jetzt. Jetzt stirb doch! Jetzt. Hallo, sterben! Du sterben! Endlich! Sehr grauenhaft, hoch 10 hier. So, habe ich alles? Nein, da hinten ist noch Schild. Das bei 255 wieder aufhört. Wenn jemand 8-Bit benutzt hat, um das zu speichern. 8-Bit-Typ. So, Dingsbums, ne? Ja, ich habe die Lava berührt, schon recht. Christos! 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 Oh, das ist noch diese komische Rakete, von der ich keine Ahnung habe, was die denn überhaupt macht. Sie ist halt da und sieht gut aus, ne? Sie leuchtet blau. Yes. Ah, ins Loch. Schnell ins Loch, da ist warm und gemütlich und feucht und... Oh, Moment, falsches Loch. Breakdance! Wippst der noch? Ich dachte, ich hätte gleich mit in die Luft gesprengt, aber scheinbar nicht. Ach ja! Fliegen schon halb durch die Mauern. Hallo? Schieß doch da drauf! Jetzt ist er. Jetzt bitte mal explodieren, du auch. Du auch. Und. Du lebst noch? Warst du nicht tot? Oder lebst du wieder? Bist du nicht wiederbelebt? Bist du ein untoter lebender Gegner? Ein untoter Roboter, oh mein Gott! Untote Monster-Zombie-Roboter. Oder so. Keine Ahnung, wo ich jetzt mit meinem Satz hin will. Das wäre ein guter Zeitpunkt, um mal zu spielen. Wieso kriege ich da nur 50? Die reichen noch vorne und hinten. Da bleibt man mal kurz auf dem Knopf und dann ist schon wieder Feierabend mit dem Spaß. Ich soll vielleicht mehr auf den Gegner achten als auf meine Schildanzeige. Ach, Ivo. Kommt der jetzt, oder? Nicht so richtig. Doch, doch, er kommt. Er kommt. Er kommt! Er kommt ins Loch. Moment. Über diese sexuellen Anspielungen bei den Let's Playern. Das habe ich nicht nötig, zum Glück.
Komm zu Papa, komm her. Komm zu Papi. Ich habe keine Munition mehr, wenn nichts mehr. Sehr schön. Das ist natürlich ein wunderbarer Zeitpunkt, um das festzustellen. Aber der gibt mir da irgendwas. Es gibt mir Pulsar 500. Ich kaufe einen Pulsar für 500 Milliarden Credits oder so. 7 Barren Gold. War da noch einer gelegen? Nein. Ich kaufe nichts für einen Barren Gold. Und das sind 4 Barren, nicht einer. Können die Entwickler nicht zählen? Oh, wir können nur bis 3 zählen. Aber das ist ja einer mehr. Also ein Barren Gold. Genau. Das ergibt Sinn. Und immer das so blödes Spiel zu spielen. Ja, ja, der. Ah, der überlebt eine Rakete mitten ins Gesicht. Na, Lor. Ich habe übrigens noch keine Raketen mehr. Ich habe noch keine Raketen mehr. Also noch genau 0, die ich verschießen kann. Ist das nicht schön? Was geht's denn im Spiel überhaupt? Ich hätte es mir mal durchlesen können, irgendwo. Man ist ein Biker und tötet irgendwie alles. Weil man es kann. Weil man es kann. Das ist immer ein gutes Argument für alles. Also, wenn euch jemand fragt, warum Hitler die ganzen Juden vergast hat, weil er es kann, beziehungsweise es konnte, das ist... Lag da nicht noch was? Da lag noch irgendwas rum. Die Soße. Die Soße. Ist, glaube ich, irgendwie französisch oder so. Bist du noch nicht tot? Was machst du da? Verbrennst du jetzt oder tötest du mich? So eine Mischung aus beiden, würde ich sagen. Haha. Wieder mal habe ich gezeigt, wie gut ich bin. Und ich denke, ich kann mich jetzt mal angeben. Kommt der nächste Gegner und tritt mir voll ins Gesicht. So zum Beispiel. Ich bin immer noch nicht durch. Fick dich doch. Ich habe schon wieder kein Leben mehr. Das Spiel ist leicht scheiße. Habe ich das schon mal erwähnt? Na komm, flieg halt noch langsamer. Flieg am besten rückwärts den ganzen Weg. Dann ist nicht so langweilig. Super, und ich habe wieder keine Verbesserung, nix, weil, nö. Ach, jetzt komm schon, stirb! Ja, super, wie soll ich denn den treffen? Überhaupt! Ich habe keine Raketen mehr, super. Aber dafür die Überwaffe. Und ich bin gleich tot. Aber ich habe wegs vorher noch einen getötet. Und den da kriege ich nimmer klein. Ich habe nämlich jetzt schon wieder keine Raketen mehr. Und nur noch 14 Hull. Ja, ich bin tot. Toll! Tolles Spiel. Am besten finde ich die äußerst gelungene integrierte... Hey, ich kann ja mal Game Load machen. Sieben Mints. Ja. Ganz ehrlich, wozu baut man diese Speicherfunktion ein? Ja, Heinz, sie bringt mir nichts. Außer ich gehe davon aus, dass ich in einer Minute das Level schaffen kann. Aber wenn ich in einer Minute das Level schaffen könnte, dann bräuchte ich keine Speicherfunktion. Ach ja, bist du immer noch nett. Kann ich gleich so machen. Wie lustig. Geht ganz schnell, ja. Toll. Ich liebe es, wenn Funktionen total sinnfrei eingebaut werden in Spielen. Vor allem, wenn sie so wenig bringen, wie hier die Speicherfunktion. Ach, leck mich. Ja, richtig, ich wollte den Fahrer mal wechseln, ne? Weil ich ja Hull überhaupt nichts bringt. Ja. So, wir hatten da richtig viel Shield. Er hat viel Shield, aber er ist ein bisschen langsam. Er hat auch viel. Warum haben alle, wo viel Shield haben, keinerlei Geschwindigkeit?
Die hat man schon, die war scheiße. Super. Hatten wir eben schon. Wissen wir es mal damit. Kannst du nur um Stunden an, bis ich die erste Mission mal irgendwann schaffe. Ja. Dafür tankt dann. Ach, leck mich. Das macht überhaupt keinen Unterschied, was die für Schildwerte haben. Null! Moment, muss ich mal was testen. Testen wir mal was. Wo war denn der andere Typ mit gar kein Schild? Oder ist es nur für den Multiplayer wichtig? Nein, dann wird sich die Änderung. Oh, jetzt habe ich weniger Schild, nur 115. Aber dass hier Schild eh recht für den Arsch ist. Gibt es irgendeinen, der mehr Waffenpower als alle anderen hat? Das wäre nämlich auch eine schöne Sache. Shield. Das macht nicht wirklich einen Unterschied, was man hat. Toll. Also scheißegal, welchen Biker ich nehme, es kommt immer ungefähr dasselbe raus. Super, herrlich. Den Entwickler schon mal gesagt, dass man mal mehrere Charaktere einbaut, das auch einen Grund geben sollte, warum man die einbaut. Nicht einfach nur ein anderes Aussehen. Okay. Toll. Ich nehme wieder den von vorhin. Auch wenn es irgendwie nicht so wirklich einen Unterschied macht. Das überhaupt? Ich will es gar nicht so genau wissen. Ich bin ein Baum oder sowas. Hey, guck mal, der Vulkan, den kennt ihr noch gar nicht. Moment. Total spannend. Das ist übrigens ein neuer Level, den kennt ihr auch noch nicht. Ich könnte natürlich auch mal so einfach und dann drehe ich mich gleich mal, warum auch immer. Tschüss jetzt. Ja, es macht nicht viel Unterschied. Ich starte mit 15 Schild weniger. Toll. Ich bekomme auch irgendwie nicht mehr Schild, wenn ich einen habe mit mehr Schild. Toll. Ganz toll. Wie ist du, Pui? Und tschüss. Panzer sagt, auf Wiedersehen. Oder was auch immer das für Ding sein soll. Könnte ein Panzer sein. Mehr oder weniger. Raketenwerfer. Nein, das kann kein Raketenwerfer sein. Die halten doch immer so wenig aus. Deswegen baut ihr auch nicht mal den CNC. Und tschüss. Apropos tschüss, da waren doch noch Raketen, oder? Jawohl. Solaris, als wenn ich es nicht schon irgendwie auswendig kennen würde. Ich hätte gern den Goldbahn, den dritten. So, wir jagen erstmal das da in die Luft und das da in die Luft. Und nehmen das da mit. Schild haben wir schon voll. Halt's einfach alles drauf, was ich habe. Einfach nicht aufhören zu schießen. Super, jetzt habe ich zu viel Schild oder was? Was soll der Mist? Das wäre noch nie passiert. Ich habe zu viel Schild. Ist das schon kaputt? Oh, ist schon kaputt. Hier noch mehr Schild. Ich weiß gerade nicht mehr, wohin mit dem Schild. Ein ganz neues Lebensgefühl.
Hab ich auch wirklich auf Total Mayhem eben gestartet? Ach, wenn nicht, machen wir es halt einfach nochmal alles. Ha, ist ja ganz einfach. Habe ich es aufgesammelt? Ja, glaub schon. Ich sammle erst noch ein wenig Schilden auf. Zum Glück kann man hier noch zurückfliegen. Nicht so wie in neueren Spielen, wo man das nicht mehr kann. Oh, man kann es sogar wieder runterlassen, aber das Schild. Energie verschwindet auch nicht. Sehr schön. Ist ja super. In neueren Spielen würde der Aufzug jetzt nicht mehr runtergehen. Nicht mehr hochgehen überhaupt. Der würde einfach festgeschweißt da bleiben. Ah, voll vorbei, du Anfänger. Okay, der war nicht voll vorbei. Und schon wieder ist das Schild fast komplett weg. Ach. Und der unangenehme Teil kommt ja jetzt erst. Erstmal das Geschütz hier wegsprengen. Ach ja, leck mich. Leck mich. Hätten wir das Schild auch sparen können. In die Treppe, weil wir Strom sparen müssen. Okay, das werden jetzt wahrscheinlich keine Schwein kennen und nicht verstehen den Witz, aber egal. Ich kenne ihn, das reicht doch. Ich kenne ihn, das reicht. Nein, die Schweine haben mich getötet. Oder so ähnlich. Sie haben mich getötet, ihr Schweine. Ich nenne meinen Sohn irgendwann mal Kenny, wenn ich einen Sohn habe. Und den töte ich dann. Jeden Tag. Da guckst du dich aus, ne? Treff dich Ding halt überhaupt nicht. Ich muss sehr nah ran, habe ich das Gefühl. Stirbst du auch mal? Nein. Wie spannend. Wir machen so richtig Fortschritte. So überhaupt nicht. So null. Und die realistische Lava, das ist ja noch über dem Niveau von Descent 2. Und sowohl Descent 2 schon einen Port benutzt. Ach, das ist ja auch nur ein Port. Ein Scheißport. Dem ich nicht mal in 2560 mal 1044 aufnehmen kann. Ach komm, leck mich! Super, jetzt habe ich wieder keine Bewaffnung mehr, außer diese scheiß Raketen, mit denen man nichts trifft und diese Kackkanone, die irgendwie auch nichts trifft auf der ersten Levelstufe. Super, jetzt habe ich diese nutzlose Rakete ja wieder ausgewählt gehabt, die überhaupt nichts bringt. Ich schieße dem Rakete voll ins Gesicht und der belebt das halt einfach mal. Außer so eine Kackblase zu erzeugen, die keine Ahnung was macht. Das wird ja auch nicht erklärt im Spiel. Aber es werden mir vor herunterfallenden Steinen gewarnt. Es wird nie langweilig, dieses Spiel, das sehe ich jetzt schon. Da werde ich mich monatelang mit aufhalten. Ach ja, leck mich. Ja, ja, bla bla. Ich habe schon wieder kein Schild mehr, wie schön. Ich würde jetzt gern mal da rein wieder irgendwie. Ach, leck mich. Ist er tot? Ist tot. Wo ist denn der zweite? Hey, wo ist der zweite? Oh, da kommt er erst, wenn ich den getötet habe. Ah, der kommt jetzt erst, okay. Und tschüss. So, einmal viel zu wenig Raketen. Mein Ernsthaft, was soll ich mit 50 solcher Raketen anfangen? 50.000, ja, das könnte man mit arbeiten, aber 50? Ich meine, bitte. Und die Hälfte dazu heiz ich schon mal, warum nicht, gegen die Wand. Einfach um zu zeigen, dass ich es gar nicht nötig habe, die Raketen zu benutzen. Dem Feind Angst zu machen. Tschüss jetzt. Angriff! Enemy nicht. Ich habe mich eher selbst gekillt, als dass der Gegner mich gekillt hat.
Ich bin so schnell. So wahnsinnig schnell. So überhaupt nicht halt, aber egal. So, damit haben wir die Raketen-Action schon wieder abgehakt, weil wir keine Raketen mehr haben. Super! Bin gleich wieder tot.